Hey Leute, hier ist wieder Sinsin und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein bisschen was anderes als sonst, denn ich wurde von der lieben Mella Propeller getaggt, 5 Fragen rund um Gaming und um Konsolen zu beantworten, also so eine Art Gaming-Tag. Eigentlich mag ich ja solche Tag-Videos nicht so, weil die einfach nichts Eigenes haben, man beantwortet Fragen von keine Ahnung von wem und man kann seine Kreativität nicht so ausleben, aber ich finde die Fragen eigentlich relativ cool und vielleicht interessiert sie den einen oder anderen von euch. Und bevor ich hier irgendwelche unnötigen Sachen rumrede, fangen wir einfach direkt an. Was war deine allererste Konsole? Meine allererste Konsole war die N64 Pokémon Edition. Die habe ich bekommen, als ich 7 oder 8 Jahre alt war, zum Geburtstag oder zur Weihnachten, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ja, ich habe mich richtig gefreut und sehr, sehr, sehr viel gezockt. Pokémon, Super Smash Bros., Mario, alles mögliche. Und ich spiele auch heute noch hin und wieder. Einfach, weil es einfach Spaß macht und wegen den Erinnerungen. Und ja, das war meine allererste Konsole. Was ist deine aktuelle Konsole? Meine aktuelle Konsole? Naja, die N64 war meine erste und eigentlich einzige Konsole. Das einzige, was ich noch habe, ist dieser Game Boy Pocket, den habe ich glaube ich auch bekommen, als ich 7 oder 8 oder vielleicht 9 Jahre alt war. Damals für 1000 Schilling von meinem Cousin. Ja, Schilling, ich komme aus Österreich. 1000 Schilling sind in etwa 72 Euro. Also krass, 72 Euro für einen Game Boy plus 5 oder 6 Spiele. Sowas gibt es heute nicht mehr. Und sonst habe ich nicht wirklich eine Konsole. Ich bin eher so der Computermensch, weil ich mir irgendwie denke, alles, was man auf der Konsole zocken kann, kann man fast auch alles am Computer zocken und da kann man nachher auch andere Dinge machen. Also ich habe irgendwie nie den Sinn dahinter gesehen, eine Konsole zu kaufen, weil meine Kumpels auch meistens keine Konsole hatten und ja, deswegen habe ich jetzt keine aktuelle Konsole. Wer ist dein bester Zockerkumpel? Mein bester Zockerkumpel. Das ist ziemlich schwierig. Ich habe eigentlich keinen besten Zockerkollegen. Das ist immer vom Spiel und von der Stimmung abhängig. Ich spiele auch viele Spiele, die man nur alleine spielen kann. Zum Beispiel Hearthstone, das ist ein Kartenspiel. Meistens gehe ich dann in Skype und telefoniere mit ein paar Kumpels und spiele einfach nebenbei. Und das, ja, ich habe keinen Lieblingszockerkollegen. Es macht Spaß, mit vielen zu spielen, aber so einen bestimmten habe ich nicht wirklich. Ich hoffe, ich beleidige mit keinem von meinen Freunden. Sorry. Warum auch? Und ja, das war's. Die nächste Frage übernehme ich gleich von Mella Probella, denn ich finde die ziemlich cool und die lautet: Was war dein Lieblingsgenre in der Kindheit? Mein Lieblingsgenre als Kind. Ich habe schon immer gern Strategiespiele gespielt, so StarCraft und Command & Conquer. Ja, ich habe immer gern nachgedacht beim Zocken. Ja, Strategiespiele. Was ist dein Lieblings-COD? Mein Lieblings-COD? Keine Ahnung, ich spiele fast keine Shooter. Ich spiele einmal im Jahr Battlefield, aber das war's eigentlich. Und das gehört, glaube ich, nicht zu Call of Duty. Glaube ich halt. Keine Ahnung. Also Call of Duty 4. So, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Da unten irgendwo ist ein Abonnier-Button. Und jetzt muss ich noch 3 Leute nominieren, die diese 5 Fragen auch beantworten sollen. Da hätten wir mal den ganz, ganz süßen Jungen, nämlich den Amaterasu. Dann den Tenny Bike Blog. Würde mich freuen, wenn du die 5 Fragen beantworten würdest. Und den WinLP, denn you play to win the game. Ja, würde mich auch freuen, wenn du die 5 Fragen beantwortest. Und ja, was soll ich noch sagen? Dieses Video hat ja jetzt nicht so den krassen Inhalt. Also kann ich einfach weiterreden und mal erzählen, was ich so in nächster Zeit so geplant habe. Nämlich in den nächsten 2-3 Wochen kommen 2 neue Videos, die sich alle um Themen handeln, die mich selbst interessieren und die hoffentlich für euch auch interessant sind. Und dann kommt irgendwann mal die Jubiläumsfolge von Brainfuck, nämlich die 10. Folge. Ja, die kommt zu spät, weil ich ein perfektionistischer Typ bin und ich wirklich will, dass diese Folge sich von den anderen Folgen abhebt. Ja, deswegen dauert es eben ein bisschen länger, aber ich hoffe, das Warten lohnt sich. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!
Boten vom Burger eines anderen, ohne sein Einverständnis abzubeißen. Was soll das? Ich zeig dich an. Hm?